Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie im Namen des Vorstands des Vereins für Heimatfried Schillerstadt e.V. sehr herzlich zu unserer heutigen Vortragsveranstaltung mit dem Titel Was geschah im Herbst 1944 zwischen Schillerstadt und Iggelheim? Unser Gast, beziehungsweise ein paar Gäste, aber der Hauptgast, ist Herr Uwe Benkel. Herr Uwe Benkel hat ja nach der Katastrophe von Ramstein, so liest man es zumindest, das wäre der Auslöser gewesen, begonnen, sich um Flugzeugabstürze und vermisste Piloten zu kümmern. Er hat in den Jahren eine sehr eindrucksvolle Arbeitsgruppe aufgebaut. Und alleine kann man sowas nicht machen, da braucht man viele Helfer und man braucht auch nicht nur Helfer, sondern man braucht auch Menschen, die einem aufmerksam machen, wo etwas sein könnte oder wo etwas ist oder etwas war. Ja, ich wurde schon gefragt, im alten Rathaus, ich muss sagen, wir haben diesen Ort gewählt, weil er dieser Veranstaltung und dieser Arbeitsgruppe entspricht. Ich habe einfach, Herr Benkel, heute Abend gesagt, Ihre Arbeit würde ich unter dem Titel stehen, dem Toten einen Namen geben und den Hinterbliebenen Gewissheit. Ich denke, das ist wahrscheinlich, so wie ich das alles beurteile, auch aus der Presse und was ich von dem Herrn Bergel gehört habe. Also der Herr Benkel hat hier einen örtlichen Residenten, das ist der Herr Peter Bergel aus der Allenhofstraße, gell, Herr Bergel? Genau, richtig. Der ein enger Mitarbeiter von dem Herrn Benkel ist und der sehr nicht nur interessiert, sondern auch sehr viel Arbeit und Zeit einbringt in Ihr Anliegen. Ja, ich will eigentlich gar nicht so lange Vorreden halten, denn ich glaube, der Herr Benkel hat Interessanteres zu sagen. Was ich noch sagen wollte, ist, es wäre sehr wichtig, dass Sie nach dem Vortrag auch noch hier bleiben. Ich denke, da sind vorhin auch einige Zeitzeugen da, dass man ins Gespräch kommt. Das ist auch ein großes Anliegen von dem Herrn Benkel und seinen Mitarbeitern, denn Ihre Arbeit soll ja weitergehen und es geht ja primär jetzt um den Arbeitskreis Vermisstenforschung. Dann geht es um dieses Flugzeug, diesen Flugzeugabsturz auf unserer Gemarkung zwischen Iggelheim und Schillerstadt. Und es geht auch noch darum, vielleicht Erkenntnisse zu erlangen, wo noch etwas sein könnte. Also, wie gesagt, den Toten einen Namen geben und den Hinterbliebenen Gewissheit. Was sehr schön wäre, da vorne steht eine, was ist das, Granatenhülse oder was nennt man das? Er nickt, genau. Also Sie haben auf den Punkt getroffen. Naja, die steht hier und es wäre sehr schön, wenn Sie später beim Rausgehen da vielleicht auch etwas einwerfen könnten, denn die Arbeit ist ehrenamtlich. Das sind alles Ehrenamtler, die letztendlich hier dieser Aufgabe dienen. Herr Benkel, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Schifferstadt im alten Rathaus, ein wunderschönes Gebäude von außen anzusehen. Das ist das erste Mal, dass ich es gesehen habe, beziehungsweise im Dunkeln bin ich angekommen. Von daher, aber was ich gesehen habe, ist toll und hier drin noch ein Tick besser. Also wirklich, ich denke, es ist eine Wirklichkeit, die, wie der Herr Krämer schon erwähnt hat, dem Ereignis heute Abend auch angemessen ist. Beginnen, wie gesagt, möchte ich auch vielleicht noch mit einem ganz kleinen Grußwort. Zuerst mal ganz herzliches Dankeschön an den Herrn Krämer vom Heimatverein, der uns heute auch die Möglichkeit gibt, hier eine Präsentation vorzustellen über die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung und gleichzeitig auch über die Ereignisse des Flugzeugabsturzes hier in Schillerstadt im Zweiten Weltkrieg. Ich möchte aber, bevor ich anfange, noch einige Gäste begrüßen, recht herzlich begrüßen. Zuallererst mal freue ich mich also auf den Peter Bergel, der hier ist. Für ihn ist es ja ein Heimspiel.
Herr Peter Lacht. Also mittlerweile ist er ein wirklich aktives Mitglied oder aktiver Mitarbeiter geworden in der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung, gerade hier im Raum, und mit mir auch sehr guter Freund. Wir sind also sehr, sehr eng auch in Kontakt. Und wie gesagt, ich freue mich also sehr, dass er heute dabei ist, weil er ja auch maßgebend an dieser Aufklärung Schifferstadt mit beteiligt gewesen ist. Aber nicht nur das, er ist sehr rührig. Er spricht also Gott und die Welt an hier in der Umgebung, macht hier die Leute verrückt und bringt also einen neuen Hinweis nach dem anderen auf Flugzeugabstürze, auf Neuigkeiten und so weiter. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, dieser Einsatz. Und wie der Herr Krämer schon gesagt hat, wir machen das alles ehrenamtlich in unserer Freizeit, ob das am Wochenende ist oder auch im Urlaub, ja, weil wir gehen ja alle noch einer Tätigkeit nach. Und von daher also wirklich ganz, ganz großes Kompliment. Weiteres Kompliment möchte ich aber noch weiterleiten an den Rainer Diehl, der hier heute stellvertretend da ist für die Reservistenkameradschaft in Frankenthal, die sich also auch schon seit einigen Monaten oder jetzt schon bald Jahren auch für die Vermisstenforschung einsetzt. Er und seine Kameraden, die uns also hier auch ehrenamtlich unterstützen. Sie waren auch hier dabei gewesen mit einigen Mann bei der Ausgrabung in Schifferstadt. Weiterhin möchte ich noch begrüßen den Michael Christian. Das ist der Mann, der da hinten an den Porsche steht. Sehr geehrtes Publikum. Das ist das Ding jetzt zusammen. Was der Urheber gerade so macht. Das ist jetzt also für die Arbeit auch zuständig in gewisser Weise. Er nimmt also nicht nur unsere Bergungen mit der Kamera auf, sondern auch die Vorträge. Heute Abend ist also auch hier. Und diesen Film, den gibt es dann irgendwann mal vielleicht sogar auf DVD oder YouTube im Internet zu sehen. Also von daher freue ich mich schon drauf, weil ich kenne mittlerweile seine Arbeit, ich kenne die Qualität seiner Arbeit und es ist also wirklich begeisternd, was er da manchmal oder immer filmt. Ich weiß, ich soll nicht so arisch machen, aber es ist halt so. So, also ihm, wie gesagt, wünsche ich also auch eine tolle Veranstaltung, dass es hier einige Bilder gibt, die man dann später auch gerne anschauen kann. Noch begrüßen möchte ich also ganz, ganz herzlich heute Abend die Frau Görens. Das ist die Dame, die also hier rechts außen sitzt. Sie ist von der, Frau Jörns, tun Sie mich korrigieren, wenn es verkehrt ist, von der unteren Naturschutzbehörde? Oder wie ist die genaue Bezeichnung? Eigentlich von der oberen. Von der oberen, okay. Ich möchte nichts unterschlagen, möchte also korrekt sein. Und zwar das Gebiet, wo also das Flugzeug abgestürzt ist, hier in Schifferstadt. Es ist ein Naturschutzgebiet. Und ich habe mich also zuerst mal bezüglich einer Genehmigung mit dem Herrn Duffert in Verbindung gesetzt von der SGD Süd. Er hat sofort sein Okay gegeben, weil es darum ging, das Schicksal eines unbekannten Piloten zu klären. Und er hat mir dankenswerterweise die Frau Jörns an die Hand gegeben, die uns dann auch begleitet hat bei der Ausgrabung. Wir haben das alles abgesprochen, vor der Grabung auch, dass wir also möglichst wenig Flurschaden hinterlassen. Und an dem Nicken am Gesicht von Frau Jörns kann ich also erkennen, wir haben unsere Arbeit gut gemacht, auch der Peter, der die Arbeiten gemacht hat. Im Laufe meines Vortrages werde ich dann vielleicht nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Wir werden noch eine ganz kleine Grabung dort vornehmen müssen, weil der Peter Bergel hier noch einige Ausschläge festgestellt hat, wo man also vermutet, dass hier noch Teile vom Flugzeug drin sind, eventuell sogar noch sterbliche Überreste des Flugzeugführers. So, dann ganz, nicht zum Schluss, aber doch fast am Ende, möchte ich den Herrn Stahl begrüßen. Er sitzt hier vorne in der zweiten Reihe. Ich weiß nicht, der Herr Regnauer ist auch da. Hebt er die Hand? Nein? Wo ist er dann? Da hinten ist er doch. Hallo. Die beiden Herren, der Herr Stahl und der Herr Regenhauer, sind also Zeugen oder Zeitzeugen für diesen Absturz auch, von denen es sicherlich auch noch einige mehr gibt hier in Schifferstadt. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, das werden wir nach dem Vortrag sehen, wenn wir so ein bisschen in die Frage-Antwort-Runde einsteigen. Und auf jeden Fall bin ich sehr dankbar auch für die Informationen, die die beiden Herren uns gegeben haben. Aber nicht nur die Informationen, sondern auch Bildmaterial, das uns der Herr Stahl dankenswerterweise auch zur Verfügung gestellt hat. Ich habe das Ganze auch dann in den Vortrag mit eingebaut. Die beiden Herren haben Sie vielleicht auch schon gesehen im Fernsehen. Und zwar wurde
über meine oder unsere Arbeit der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung schon einige Fernsehbeiträge gedreht im SWR. Und der letzte, der aktuelle, der wurde im Februar dieses Jahres ausgestrahlt. Es war eine Dreiviertelstunde, ein Beitrag. Da war also unter anderem auch die Flugzeugbergung in Schifferstadt mit Bestandteil. Und man hat mir vom Sender gesagt, der Beitrag kam also so gut an. Wir sind momentan dabei, einen Teil 4 zu drehen. Und da sind wir eigentlich auch ganz stolz drauf, ne? Peter, einer. Und die Jungs, die begleiten uns dann also auch in Zukunft und werden dann in regelmäßigen Abständen dann auch über unsere Arbeit berichten, weil sie eben doch auch sehr interessant ist. Und wie interessant ist, sehen wir dann gleich. Den Herrn Haug hätte ich auch gerne begrüßt, den Herrn Jürgen Haug. Das ist derjenige, der praktisch den Bagger gefahren hat, der den Bagger unentgeltlich für die Ausgrabung in Schifferstadt zur Verfügung gestellt hat. Ich weiß nicht, ob er keine Zeit hat, vielleicht ist er irgendwo beim Kartenspiel eingeladen oder in die Kirche, ich weiß es nicht. Oder ist er krank, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch hier an ihn nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Und ganz zum Schluss auch noch ein Dankeschön an die Vertreter der Presse. Ich habe hier den Herrn Rode. Den Herrn Rode von Schifferstadter Tagblatt. Er macht also schon kräftig Bilder. Ich denke, es kommt auch noch ein Text dazu in der Zeitung. Da freut man es auch schon drauf, weil die vergangenen Texte, die waren eigentlich klasse gewesen. Und von daher denke ich mal, bitte. Also jetzt muss ich kurz unterbrechen noch. Und ein großer Lapsus, der mir unterlaufen ist, natürlich die Presse nicht zu begrüßen. Ich bin dankbar, dass Sie es tun. Die Rheinpfalz ist auch vertreten durch den Herrn Hoffmann. Ja. Oh, wo ist der Herr Hoffmann? Oh. Herr Hoffmann, ich begrüße Sie auch von der Rheinpfalz natürlich. Unser Dokumentar des Vereins, der Herr Lieberger, der unsere Veranstaltungen auch alle auf Video aufnimmt. Dann möchte ich natürlich auch ihn recht herzlich begrüßen. Wir haben ja vorhin schon ein paar Worte über unsere Krankheitsgeschichte, die gemeinsame, unterhalten. Und von daher, aber ich denke, sollte noch irgendjemand dabei sein, den ich vergessen habe, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich werde es am Schluss auch nochmal machen. Und ansonsten ganz recht herzlich auch die Interessenten heute hier des Abends, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und jetzt möchte ich also im direkten Weg, damit es nicht so lange dauert, wir haben schon kurz vor 8, ich verblabber mich da gerne so ein bisschen, aber ich habe auch einen ziemlich langen Anfahrtweg von über einer Stunde, anderthalb sogar. Das sehen Sie jetzt gleich. Fange ich am besten an und ich habe mir das dann so vorgestellt, dass ich zuerst ganz kurz die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung vorstelle, einige Projekte, die wir in den vergangenen Jahren durchgeführt haben. Danach komme ich dann etwas länger auf den Flugzeugabsturz in Schifferstadt, die Nachforschungen, die Ergebnisse, die wir bisher herausbekommen haben. Und wenn das Ganze dann vorbei ist, lade ich Sie dann ein zu einer Frage-Antwort-Runde, wo dann auch der Peter Bergel und meine Person, vielleicht auch der Rainer Diehl, je nachdem, dann gerne zur Verfügung steht, auch Kritik, Anregungen. Was natürlich wir sehr gerne entgegennehmen, sind Hinweise auf eventuelle neue Erkenntnisse oder auch neue Flugzeugabstürze in der Gegend, die uns bisher noch nicht bekannt sind. So, und dann ganz zum Schluss haben wir auch noch ein paar Originalflugzeugteile dieser Bergung aus Schifferstadt mitgebracht. Die habe ich also, oder der Peter hat die vorhin dort hinten auf diese beiden Tische gelegt. Da können Sie sich also mal anschauen, wie solche Teile ausschauen, die fast 70 Jahre im Erdreich vor sich hinschlummern und anhand dieser Teile, die also Nummern bergen und auch Identifikationsmerkmale, es ist eine richtige Detektivarbeit, die dann auf uns zukam oder gekommen ist, um das Flugzeug zu identifizieren. Ich möchte mal nicht viel vorwegnehmen, aber Sie haben dann, wie gesagt, später die Möglichkeit, sich diese Teile auch gerne anzuschauen. Ich habe ein Flugzeugmodell mitgebracht von der Maschine, die damals abgestürzt ist. So, jetzt möchte ich einfach beginnen, dass es nicht zu spät wird. Mit dem Anfangsbild, es zeigt hier einige Ölgemälde, auch ein Mitglied unserer Gruppe, der Marek Dziewa, ein polnischer Landsmann. Er malt oder rekonstruiert die abgeschossenen Flugzeuge, die wir bergen und bringt diese letzten Minuten der Flugzeugführer mit ihren Flugzeugen, bevor sie abstürzen, bevor sie in die Erde verschwinden, in Öl, ja, auf ein Gemälde und Sie sehen also hier in der überwiegenden Anzahl sind es oben deutsche Flugzeuge, auch unten links ein deutsches Flugzeug,
ein amerikanisches Bombenflugzeug rechts unten und in der Mitte ein amerikanisches Jagdflugzeug. Diese Gemälde hat er also schon überall in Europa gezeigt, in Galerien, auch in Museen und so weiter. Und von daher hat er sich einen Namen gemacht. Und ich bin also auch ganz, ganz stolz, dass der Marek bei uns Mitglied ist. Mitglied in der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung. Sie sehen, dieses Jahr haben wir auch 25-jähriges Jubiläum. 1989 habe ich die Gruppe gegründet und der Peter drückt jetzt mal auf den nächsten. Hier ein paar Bilder, wo Sie mich also einmal in Aktion sehen und dann noch einiges über meine Person, was Herr Krämer auch schon genannt hat. Mein Name ist Uwe Wenkel, ich bin eine Nachkriegsgeborene im Jahr 1960, habe also vom Zweiten Weltkrieg diesem Ereignis so gut wie nichts mitbekommen, außer eben, was man so hört von dem Großvater, der einem das erzählt, oder auch Zeitzeugen, verheiratet mit Martina, meine Ehefrau, die heute Abend leider nicht kann, die liegt auf der Couch, ist auch krank. Sie lässt sich entschuldigen, wir haben zusammen 4 Kinder. Ich komme aus Heldersberg in der Südwestpfalz, ursprünglich aus Kaiserslautern. Dort war uns dann der Baugrund zu teuer, deswegen sind wir nach Heldersberg gegangen, ein wunderschöner Ort in der Nähe von Johanneskreuz, bekannt durch auch meinen Freund, den Udo Pölz, den Radfahrer, und wie gesagt, ein sehr schönes Fleckchen. Ganz unten im Jahr 1989 die Gründung der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung. Warum wurde sie gegründet? Hatte verschiedene Ursachen, Motivationen. Die Hauptursache war die Flugzeugkatastrophe in Ramstein ein Jahr zuvor. Ihnen ist es wahrscheinlich allen bekannt, bei dieser Flugvorführung sind also hier Flugzeuge zusammengestoßen, Flugzeuge sind abgestürzt in die Menschenmenge, es gab fast 100 Tote und ich selbst habe da also auch einige bekannte Freunde verloren und es war sehr, sehr schwierig gewesen, diese sterblichen Überreste zu identifizieren, da sie teilweise verbrannt waren bis zur Unkenntlichkeit. Und diese Katastrophe gepaart mit Geschichtsinteresse, das Interesse für Flugzeuge und das persönliche Schicksal meines Vaters, der noch 2 Brüder in Russland auch als vermisst beklagen muss, dieses alles hat dazu geführt, dass ich mich also auf das Thema Flugzeuge, Vermisste des Zweiten Weltkrieges, Piloten konzentriert habe. Und möchte Ihnen jetzt einige Projekte vorstellen, beginnen mit Dirmstein, ist ja auch nicht so sehr weit weg von hier, die Bergung eines britischen Bombers. Dort haben wir in einem Acker dann auch noch sterbliche Überreste gefunden, des Flugzeugführers, links unten noch einige Knochenfragmente. Wir haben das Feuerzeug von ihm gefunden, rechts unten, und da stand sein Name eingraviert und das war für uns ein Identifikationsmerkmal dieses jungen Mannes. Für uns ist es sehr, sehr schwierig, solche sterblichen Überreste zu identifizieren. Wir müssen immer nach der Stecknadel im Heuhaufen suchen. Das ist in der Regel die Erkennungsmarke. Oder eben persönliche Gegenstände wie Brieftaschen, Briefe, Fotos und so weiter. Ehering mit Gravuren. Also es ist wirklich eine Detektivarbeit. Und diese Arbeit, die wir also ehrenamtlich durchführen, lässt sich vielleicht dahingehend kurz erläutern, dass in uns eigentlich 3 Personen stecken, die diese Arbeit bewältigen. Das eine ist, greife ich jetzt wieder auf die Amerikaner zurück, der Inspektor Columbo, das ist dieser kauzige Kriminalbeamte, der also hier jeden Fall löst, was wir also auch machen wollen. Den zweiten haben wir auch wieder einen Amerikaner, den Quincy, das ist der Gerichtsmediziner, der also die sterblichen Überreste dann analysiert, untersucht, was wir dann auch tun. Und diese dritte Person, die uns ein bisschen nachhängt oder nachläuft, das ist der Indiana Jones, also auch so ein bisschen Abenteuer mit dabei. Man weiß nie, was erwartet einem eigentlich in der Erde, was steckt da noch drin. Wir sind zwar auf Zeitzeugen angewiesen, die uns Hinweise geben, aber letztendlich ist dann im Laufe der Jahrzehnte es zu Veränderungen gekommen, wurde vielleicht mal gegraben oder direkt nach dem Krieg wurden Sachen auch rausgeholt von Schrotthändlern, wie auch hier jetzt in Schifferstadt der Fall ist. Und von daher können hier also ganz, ganz wichtige Beweise, Dokumente und so weiter dann auch verloren gehen oder sind verloren gegangen. Hier ist es uns also gelungen, den Toten zu identifizieren, rechts. Wir hatten kein anderes Verhältnis. Wir haben uns müssen mit einem Kindersarg behelfen.
Die sterblichen Überreste wurden in Anwesenheit der Familie des Toten beigesetzt mit seinen Kameraden zusammen. Die lagen schon auf dem Friedhof. Er kam dazu und so haben wir praktisch auch für diese Familie wieder die letzte Seite der Familienchronik geschlossen. Das heißt, wir haben ihn nach Hause gebracht bzw. den Angehörigen einen Ort der Trauer gegeben, die sie also jahrzehntelang besucht haben. So, Peter, machen wir das nächste Bild. Das ist in Wandersleben in Thüringen. Sie sehen also, wir sind im ganzen Bundesgebiet tätig, von Ost nach West, von Nord nach Süd. Bisher in den 25 Jahren haben wir zusammen mit verschiedenen Mitarbeitern auch seit 1989 über 140 Flugzeugwracks geborgen mit den sterblichen Überresten von mehr als 40 noch vermissten Flugzeugführern, die wir also zum größten Teil auch identifizieren konnten. So diesen jungen deutschen Unteroffizier, Sie sehen 21 Jahre alt, ne, das sehen Sie nicht, aber ich sag's Ihnen, ein junges Bürschlein, der gerade von der Schule kam, er war also auch flugbegeistert, er hat sich gemeldet bei die Luftwaffe und ja, sein zweiter oder dritter Einsatz und er kam nicht mehr zurück. Wir haben ihn dann auch zufälligerweise aufgrund eines Hinweises eines Bauern in Thüringen, in Wandersleben, in einer Tiefe von 7 Metern gefunden. Er steckte da drin. Wir haben dann auch einen Bauunternehmer gefunden, der das Ganze unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat, der gebaggert hat. Und für uns ist es natürlich jedes Mal ein sehr, sehr bewegendes Ereignis, wenn wir in solchen Tiefen dann auch die sterblichen Überreste finden. Rechts oben, das zweite Bild, sehen Sie also die traurige Aufgabe, die ich dann habe, in diesen Überresten nach Erkennungsmarken zu suchen oder auch sonstige Merkmale. In diesem Fall haben wir sie gefunden. Auf diesem Bild sehen Sie also seine Erkennungsmarke, die hatte er noch in seiner Brusttasche, das Fallschirmschloss gefunden. Wir haben hier noch seinen Geldbeutel gefunden und als ich den Reißverschluss aufgemacht habe, kam noch das rote Blut rausgelaufen. Das war also noch alles konserviert und diese dunklen Flecke, die Sie da sehen, das ist also alles getrocknetes Blut von ihm gewesen. Hier hatten wir auch das große Glück, in seiner Tasche von seiner Hose ein Büchlein zu finden. Wir haben dieses Büchlein getrocknet, wir haben es aufgeschlagen und es stand sein Name darin, Pape Günther. Und da war uns also der Erfolg sofort greifbar. Wir hatten ihn gefunden und dann war es auch ein leichtes, seine Familienangehörigen ausfindig zu machen. Und heute hat er auf einem deutschen Soldatenfriedhof in der Nähe von Eisenach seine letzte Ruhestätte gefunden. Auch diesen Angehörigen konnten wir einen Ort der Trauer geben. So, das nächste Projekt, was wir haben, das war Burg bei Magdeburg, der Unteroffizier Alfred Appel. Links unten sehen Sie ein Hochzeitsfoto. Von diesen Hochzeitsfotos nehme ich also auch gerne mit in Schulen, weil ich zusammen mit meiner Frau auch Schulunterricht mache, Sozialkunde und auch Geschichtsunterricht, als Mahnung gegen den Krieg für die jüngere Generation. Und wenn ich sie hier so durch die Reihen schaue und ich denke, solche Art von Bildern kennen sehr, sehr viele von Ihnen. Und Sie werden auch feststellen, wenn Sie in die Gesichter dieses jungen Paares schauen, Sie sehen da keine Freude, der schönste Tag des Lebens, die Hochzeit nach der Geburt der Kinder. Aber hier sieht man doch Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit. Man weiß, er geht in den Krieg, er kommt nicht mehr zurück. Und auch hier war es so, wenige Tage nach der Hochzeit war er verschollen und wir haben ihn dann geborgen. Wir konnten ihn zum Beispiel auch identifizieren, anhand hier seiner Auszeichnung, die haben wir also hier auf der Jacke auch gefunden. Und dann haben wir im Laufe der Recherchen dann eben auch die Nichte gefunden, rechts unten, die uns dann auch diese Geschichte erzählt hat. Eine der vielen traurigen Geschichten, die der Zweite Weltkrieg so mit sich brachte. Es waren, oder bei dem jungen Ehepaar der Familie handelte es sich um die Gegendeutsche. Und die wurden ja kurz vor Kriegsende vertrieben von den Russen und auch die Familie von Alfred Appel, seine Frau und die Verwandtschaft. Sie mussten in einem Flüchtlingstreck das Sudetenland verlassen in Richtung Magdeburg. Und auf dem Weg nach Magdeburg ist die Frau von Alfred Appel verstorben an Hunger, Entkräftung, Krankheit. Und man musste sie im Straßengraben liegen lassen. Niemand weiß, wo sie geblieben ist. Sie hat kein Grab. Und jetzt haben wir ihn gefunden. Also diese Geschichte hat für die beiden kein Happy End
in Anführungszeichen, gefunden. Das nächste Projekt, das ich mitgebracht habe, war in Bernbrunn in Baden-Württemberg. Das war die Bergung der Überreste eines amerikanischen Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg. Seine sterblichen Überreste haben wir unter dem Rückenpanzer gefunden, den Sie hier unten sehen. Der Fallschirm war noch dabei, der war noch gepackt. Genauso auch wieder ein Feuerzeug mit seinen Initialen, das es uns also erleichtert hat, hier die sterblichen Überreste zu identifizieren. Ganz rechts sehen Sie eine Sache, und zwar die amerikanischen Streitkräfte haben hier bei dieser, mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges ein anderes Geschichtsbewusstsein als wir Deutschen. Bei uns in Deutschland, ich traue mich eigentlich gar nicht zu sagen, schäme mich eigentlich auch so ein bisschen dafür, aber wenn wir sterbliche Überreste eines toten Soldaten finden, dann kriegen wir einen kleinen Pappsack vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wir haben also auch schon die Situation gehabt, dass wir sterbliche Überreste auf einem Friedhof beerdigen wollten. Dann kam der Büroschimmel und hat gesagt, ihr zahlt jetzt erstmal die Grabgebühr, wir müssen Grab kaufen und so weiter und so fort. Aber wir können es auch einfacher machen, wir machen es billiger. Sie gehen zum Totengräber, sie holen sich eine Schaufel, sie graben ein Loch und sie legen den Toten dort rein und vergraben ihn und dann ist diese Sache erledigt. Und wie gesagt, also manchmal, ich weiß es nicht warum, ob wir da, wir Deutschen, ein bisschen Probleme haben mit unserer Vergangenheitsbewältigung, mit der Geschichtsbewältigung. Aber es ist eigentlich schon eine ganz, ganz traurige Sache, wenn man sieht, wie hier von verschiedenen Nationen auch unterschiedlich mit ihren Toten umgegangen wird. So, das nächste Projekt, das ich mitgemacht habe, das ist in Ludwigshafen-Oggersheim. Das ist also auch nicht so sehr weit hier entfernt, in dem sogenannten Backsteinweiher. Das ist ein Fischweiher, der jahrzehntelang benutzt wurde von den Anglern. Und dann hat man sich gedacht, oh, wir machen den See doch einfach mal sauber, der ist zugeschlammt. Und man hat den See abgelassen und siehe da, im Schlick hat man plötzlich Flugzeugteile gefunden. Was macht man? Oh ja, es gibt da einen Mann, der wohnt in der Nähe von Kaiserslautern, den rufen wir mal an und zeigen ihm diese Teile. Ich bin dorthin gefahren und habe dann festgestellt, ein englisches Flugzeug, Überreste eines Flugzeuges. Und dann sind wir dort wochenlang bis zu den Knien in dem Morast rumgestapft, wie die Fischreiher teilweise, und haben hier also Überreste von dem Flugzeug aus dem Schlamm rausgezogen, haben noch teilweise noch sterbliche Überreste gefunden, die also noch unten auf dem Grund des Sees lagen. Diese wurden dann eben auch identifiziert. Im Laufe der Nachforschungen haben wir festgestellt, wer in der Maschine drin saß. Es kamen Angehörige rechts unten aus England. Es gab auch eine kleine Gedenkfeier an dieser Stelle an dem See, und auch hier konnten wir ein weiteres Schicksal einer Flugzeugbesatzung aufklären. Das nächste Projekt, was wir haben, das war wieder ein deutscher Unteroffizier in Herblingen in Bayern dieses Mal. Und Sie sehen, ich habe Ihnen heute hier überwiegend oder eine große Anzahl von deutschen Pilotenschicksalen mitgebracht. Nicht nur, weil wir uns hier jetzt in Deutschland befinden, sondern eben auch, um zu veranschaulichen, dass die deutschen Piloten eigentlich gegen Ende des Krieges mehr oder weniger verheizt wurden. Es war mehr oder weniger so dieses Kanonenfutter. Die erfahrenen Piloten waren entweder auch selbst schon abgeschossen, haben nicht mehr gelebt, und der Nachwuchs oder die nachkommenden Piloten, die wurden also immer jünger. Das Alter bewegte sich dann zwischen 19 und 21 Jahren, wenig Erfahrung. Und Sie können sich vorstellen, wenn dann solche jungen Männer in ihren Flugzeugen sitzen, gegen eine Übermacht von 1 bis 200 gegnerischen Maschinen, da ist eigentlich dann nicht mehr viel. Und das ist aufgrund der fehlenden Erfahrung, kam es natürlich dann auch zu einer vermehrten Anzahl von Abschüssen von deutschen Piloten. Und deswegen ist also unser überwiegender Anteil deutsch. Aber wir machen auch keinerlei Unterschiede zwischen den weiteren kriegsführenden Nationen. Wir haben sowohl Amerikaner, Engländer, Franzosen auch dabei. Nur im Raum Berlin, da sind wir eigentlich noch nicht so tätig gewesen, weil dort müssten wir eigentlich auch noch mit russischen Piloten rechnen. Aber wie gesagt, solange wir hier noch in unserem Teil hier in Deutschland zu tun haben, und da werden wir uns darauf konzentrieren. Freuen tue ich mich eigentlich schon auf nächstes Jahr, da kann sich der Peter auch freuen. Er nickt schon, und auch der Rainer mit seinen Jungs.
weil wir da eine Einladung haben von einer französischen Forschergruppe in der Normandie. Die haben jetzt vor wenigen Wochen die Überreste von 5 deutschen Flugzeugen entdeckt, wo also in allen Fällen noch die Leichen der Piloten mit darin sind. Die Franzosen verfügen zwar über Geräte zum Ausbaggern und so weiter, aber ihnen fehlt so ein bisschen das Know-how. Sie wissen nicht, wie sie es anstellen sollen. Ihnen fehlt also jemand, der die Bergung leitet. Dann sind sie im Internet fündig geworden. Sie haben Kontakt mit mir aufgenommen und jetzt vor wenigen Wochen war eine Gruppe bei mir aus der Normandie und wir haben also die ersten Vorarbeiten besprochen. Und im kommenden Jahr soll es also soweit sein, wir werden zum ersten Mal einen Auslandseinsatz, oder was in Deutsch, haben und hier diese 5 jungen deutschen Piloten bergen und ihnen versuchen auch den Namen wieder zurückzugeben. So, das nächste Projekt oder beziehungsweise die Grabung, den jungen Mann, den kennen Sie wahrscheinlich, nicht mich, den rechten, sondern den linken, das ist der Uwe Ochsenknecht, das ist ein bekannter deutscher Schauspieler. Den habe ich also getroffen bei der Gelegenheit, dass wir das Flugzeug seines Papas ausgegraben, gefunden und ausgegraben haben in Worms-Rhein-Dürkheim. Ich habe eines Abends eine E-Mail aus New York von ihm bekommen. Hallo Herr Benkel, ich habe gehört, Sie haben das Flugzeug meines Papas gefunden. Können wir uns treffen an der Stelle? Und ich werde mir das gerne anschauen. Ich habe ihn dann eingeladen. Er kam dann mit einem Fernsehteam von Arte. Und das Ganze wurde dann also auch im Film festgehalten. Wie Sie sehen, rechts oben habe ich ihm dann noch Teile des Flugzeuges gegeben, das sein Vater geflogen hat. Und mittlerweile ist also zwischen uns auch eine Freundschaft entstanden. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und diese Treffen, wenn er mal wieder in der Nähe von Heldersberg ist, wenn er eine Veranstaltung hat und dann ruft er kurz vorher an, ey, ich bin's, kann ich auf eine Tasse Kaffee vorbeikommen? Ne? Dann kommt er halt. Und dann ja, reden wir wieder eine Stunde, anderthalb und dann ist er wieder mal weg. Auf dem Bild oben rechts diese kleine Maus, die da rausspitzt. Diese kleine Maus hier. Das ist, ja, mittlerweile ist sie 13 Jahre alt, das ist die Georgina, das ist die, meine Tochter. Und sie hat also auch den Namen Georgina, der stammt von einem deutschen Piloten, den wir geborgen haben, der Georg hieß, und als wir ihn ausgegraben haben, ich glaube, nachher kommt auch noch, weiß ich nicht, ob das auch mit dabei ist, glaube nicht, als wir dann dort unten in dem Loch die sterblichen Überreste von ihm geborgen haben, auch die Erkennungsmarke gefunden haben, habe ich die hochgebracht und habe sie der Tochter von dem Georg Fröhlich gegeben. Und sie war damals 1 Jahr, als ihr Vater verschwand. Und als ich ihr die Erkennungsmarke in die Hand drückte, ist sie mir um den Hals gefallen. Sie hat geweint und sie sagt, endlich habe ich ein Teil meines Vaters, ein greifbares Teil. Und ich werde dieses Teil hüten und werde es also nie wieder hergeben. Und diese Szene, die war also so emotional gewesen auch, die ist uns so nachgegangen. Ich habe da mit meiner Frau gesprochen und wir haben dann gesagt, okay, sollten wir nochmal Nachwuchs bekommen, dann werden wir diesen Nachwuchs zu seinen Ehren benennen. Auch nach ihm und ja, es war ein Mädchen geworden und Georg, ein Mädchen geht nicht, also haben wir ein A hinten dran gehängt, das war dann die Georgina und sie ist ganz stolz auf diesen Namen, wenn sie angesprochen wird in der Schule zum Beispiel oder so und sie erzählt, wo das herkommt und dann finden die Kinder das natürlich ganz, ganz toll auch, ne? Auch diese ganze Geschichte, sie muss dann erzählen, was der Papa macht und so und das ist natürlich ja, auch für die Jugend ein tolles Erlebnis, sage ich, weil wir alles tun möchten, gerade für die jüngere Generation, zu vermeiden, dass es nochmal zu kriegerischen Auseinandersetzungen hier in Deutschland kommt. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir also schon 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hier in Deutschland sind, keine Kampfhandlungen. Und es soll eigentlich so bleiben. Wir haben genug Kriege auf der ganzen Welt. Wir können sie nicht verhindern, aber wir müssen eigentlich alles versuchen, unsere Jugend dahingehend eben auch zu beeinflussen, dass sie nichts Schönes an Kriegen findet, sondern eben, dass dieser Krieg etwas Schreckliches ist. Und wir erleben ja teilweise auch heute noch mit den Auswirkungen des Krieges, sei es, wann war der Mauerfall? 20 Jahre? War das her gewesen, die Teilung Deutschlands resultierte ja auch daraus und auch, dass die Amerikaner immer noch hier in Deutschland stationiert sind, das sind ja alles auch die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. So, das nächste Projekt, was wir haben, den Notwalder in der Südpfalz,
Hier ist ein deutsches Flugzeug in den Wald gestürzt, explodiert mit dem Flugzeugführer. Man hat nur den Schädel dieses Piloten gefunden. Der wurde auf dem Soldatenfriedhof in Dahn beigesetzt, als unbekannt, nur der Schädel. Wir haben jetzt die Stelle entdeckt, das ist auch schon eine Zeit lang her. Aber wir haben natürlich aufgrund der Vielzahl der Projekte nicht die Zeit, dass wir also jetzt ein Projekt nach dem anderen machen können, weil, wie gesagt, es ist halt alles beschränkt auf unsere Freizeit und von daher müssen wir also gucken, wie wir diese Projekte dann eins ums andere realisieren können. Aber hier haben wir also auch dank der vorgesehenen Mithilfe der Reservisten auch ein Projekt vorgesehen und ich bin mir also ziemlich sicher, dass wir auch dieses Schicksal dieses deutschen Piloten aufklären können. So, das nächste, was wir haben, das ist die Geschichte in Laumersheim, die ist wahrscheinlich noch in allen ihren Köpfen darin, die sie verfolgt haben, im Jahr 2012, die sterblichen Überreste von 5 vermissten britischen Bomberpiloten gefunden, wurde auch mehrfach in den Medien darüber berichtet, auch hier war federführend bei der Unterstützung die Reservistenkameradschaft. Und hier war auch in den letzten Wochen, Monaten einige Familienangehörige zu Besuch an der Absturzstelle gewesen, haben dort Kränze niedergelegt, haben gedacht. Und auf alles, was wir jetzt bei dieser Sache noch warten, ist eigentlich das Okay der englischen Streitkräfte, dass die sterblichen Überreste endlich beerdigt werden können. Weil es ist auch eine mittlere Schande eigentlich für ein Land wie England, dass sie es nicht fertig kriegen, innerhalb von 2 Jahren eine Beerdigung ihrer Soldaten hier auf die Reihe zu kriegen. Aber man hat uns für 2015 avisiert, dass die Beerdigung stattfinden soll. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, ob das 2015 noch gehalten werden kann. Ansonsten müssen wir eigentlich das machen, was wir sonst auch immer machen. Wir schalten die Medien ein in England, dann gibt es wieder mal Berichte in den Zeitungen, man schimpft über die Queen und was weiß ich, über das Militär und so weiter, aber die scheint es eigentlich gar nicht zu stören und von daher müssen wir eigentlich abwarten, wir können keinen Druck machen. Was mittlerweile passiert ist, das haben Sie auch im letzten Film gesehen, der noch lebende Angehörige, der Bruder des vermissten Piloten, er hat praktisch auf seinem Sterbebett noch von uns erfahren, dass wir seinen Bruder gefunden haben. Er hat wenige Tage danach ist er verstorben, aber mit der Gewissheit, dass wir ihn gefunden haben. Ihm war es nicht mehr vergönnt, bei der Beisetzung des Bruders dabei zu sein. Aber ich habe ihm versprochen, das werden wir nachholen. So, das nächste Projekt ist auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, was wir machen. Hier in der Kurpfalzkaserne in Speyer auch eine Ausstellung, auch in Zusammenarbeit mit den Reservisten. Nächstes. Jetzt sind wir bei der großen Peace in Ludwigshafen angelangt. Auch ein sehr, sehr großes Thema in den vergangenen Jahren. Hier ist es so, wir haben die Taucher aus Klingemünster, die sich bereit erklärt haben, hier für uns unter Wasser tätig zu sein. Die Stadtverwaltung, die hat sich hier auch ein bisschen angestellt, nachdem man gesagt hat, ja, da ist alles abgesucht, ihr findet da nichts mehr, keine Teile und, und. Und wir haben also tatsächlich Flugzeugtrümmer gefunden eines britischen Flugzeuges und gehen nach wie vor davon aus, dass hier noch das Flugzeug mit den 2 vermissten Piloten darin steckt. Wir haben dann im Rahmen der Untersuchung auch eine Brandbombe noch gefunden, die scharf war. Und dann gab es natürlich ein Verbot der Stadt Ludwigshafen. Das war ja ganz groß auch in der Zeitung gewesen. Aber mittlerweile hat man uns dieses Tauch-Okay wieder gegeben. Aber so wie es aussieht, ist dieses Flugzeugwrack aller Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich verloren. Es steckt in einer Tiefe von ungefähr 8 bis 10 Metern, aber unter einer dicken Schlammschicht, weil hier Baggerarbeiten in der Große Blies durchgeführt wurden und diese Firma, die diese Arbeiten durchgeführt hat, vor, ich glaube, 10 Jahren oder so, der Besitzer sagte uns, die Stelle, wo das Flugzeug liegt, da liegen jetzt also 7-8 Meter Sand drauf und hier werden wir wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr haben, die Toten zu bergen. Alternativ bliebe hier am Uferbereich einen Gedenkstein, wir wissen, wie die beiden Besatzungsmitglieder heißen. Da müssen wir jetzt mal die weitere Entwicklung noch abwarten. Hier auch noch ein Bericht in der Zeitung, das war dann die Rheinpfalz am Sonntag, hat groß berichtet darüber. Hier werden Teile geborgen. Nochmal, der Taucher bringt auch noch einige Flugzeugteile, Trümmerteile an die Oberfläche.
Und da war jetzt gerade auf dem vorhergehenden Bild, und der Mann mit dem roten T-Shirt, der ist also auch da, der hockt da vorne. Auf dem vorhergehenden Bild, und der Mann mit dem roten T-Shirt, der ist also auch da, der hockt da vorne. Stell dich mal vor. Ja, verstehen, nicht? Dein Name, sprich. Günter Wunschel. Der Herr Wunschel, der Günter Wunschel, ist also auch ein Zeitzeuge, der uns damals mitgeteilt hat, er hat gesehen, wie aus dem See eine Tragfläche rausgeguckt hat als Kind. Und der Günter hat sich dann mit uns in Verbindung gesetzt und wir sind dann praktisch tätig. Das war im Januar 2014 in Stockstadt am Rhein, die Überreste eines amerikanischen Flugzeuges. Auch hier hat der Pilot Absturz überlebt und mittlerweile ist er verstorben. Wir haben Kontakt zu vier Brüdern bzw. vier Söhnen von diesem amerikanischen Pilot und die haben auch schon gesagt, im kommenden Jahr werden sie nach Deutschland kommen, nach Stockstadt, um die Stelle zu sehen, wo ihr Papa damals abgestürzt ist und auch einige dieser Teile dann als Andenken mit nach Hause zu nehmen. Das Letzte, was ich mitgebracht habe, das war jetzt im März 2014. Beendet wurde dieses Projekt jetzt erst vor wenigen Wochen. Eine Absturzstelle eines britischen Bombenflugzeuges. Sie sehen den Trichter. Wir haben dort Teile gefunden, haben die Angehörigen eingeladen an diese Stelle. Es kam zu einer Gedenkfeier mit einer kleinen Tafel, die dort im Wald angebracht wurde. Und diese Ereignisse sind natürlich sehr, sehr wichtig. Die sind also auch jetzt in England zum Beispiel publiziert worden, in der vergangenen Woche in Birmingham. Zwei riesengroße Artikel, auch in der Daily Mail online wurde darüber berichtet. Und diese Berichte helfen uns natürlich bei unserer weiteren Arbeit auch sehr weiter, A, den Bekanntheitsgrad in der ganzen Welt zu steigern und B, immer wieder neue Anfragen zu bekommen von Angehörigen, die noch irgendjemanden suchen, der noch verschollen ist, der noch vermisst ist. Und von daher freuen wir uns auf jeden Hinweis, den wir kriegen können. Na, Peter, so ist es. Gell? Und dann schauen wir mal, was heute Abend vielleicht auch noch alles so ans Tageslicht kommt. Noch zwei, drei Projekte, die wir haben in Dillingen-Pachten, die Suche nach einem vermissten Amerikaner. Hier wurden also auch schon Knochenfragmente gefunden. Wir haben die Stelle auch entdeckt und sind momentan dabei, hier auch die entsprechenden Genehmigungen zur Bergung dieses amerikanischen Piloten uns einzuholen. Das nächste Projekt, was wir haben, das war in Osterholz-Scharmbeck, das ist ganz im Norden Deutschlands, die Suche nach Fred Brand, das ist ein vermisster Amerikaner. Hier haben wir im Laufe unserer Recherchen festgestellt, er wurde wahrscheinlich als unbekannter Engländer auf einem englischen Soldatenfriedhof beerdigt. Hier sind wir momentan mit den amerikanischen und britischen Behörden dabei, die ganzen Sterbeunterlagen und so weiter auseinanderzuschrauben, damit wir hier die Identität feststellen können und dafür sorgen können, dass die Familie von Fred Brand auch eine endgültige Gewissheit über das Schicksal bekommt. Und hier ein Projekt, das auch, wo der Peter ganz stark involviert ist, noch sechs vermisste Amerikaner einer Bomberbesatzung, einer B-17 in der Nähe von Wörth und Jockrim. Auch hier ist die Stelle schon ungefähr bekannt, auch Teile hat der Peter schon gefunden. Und hier arbeiten wir auch sehr eng mit den amerikanischen Streitkräften zusammen. Die haben auch schon ein Team hierher geschickt. Und mal gucken, vielleicht wird dann im nächsten Jahr auch hier was draus, wo wir dann den sechs Vermissten ihren Namen zurückgeben können. So, das war, glaube ich, das letzte Projekt, was wir haben. Genau. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptanlass des heutigen Abends. Die Dokumentation der Arbeit... Die Dokumentation der Arbeitsgruppe... Also drei Personen, meine Person, Peter Bergel und den Dietmar Knesch, der ist, lässt sich entschuldigen, der ist heute nicht da, der ist auch erkrankt, also irgendwie scheinen so Virus umzugehen oder was, ich weiß es nicht. Wir wünschen ihm also auch, wie allen anderen, die krank sind, eine recht baldige Genesung, viel Gesundheit und machen wir einfach mal weiter, auch ohne den Dietmar, aber damit Sie sich mal sein Gesicht vorstellen können, da unten ist er. Und rechts oben der Peter Bergel, das Bild habe ich mir beim SWR geklaut aus dem Film. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, aufgenommen in Schifferstadt bei dem Interview, das er gegeben hat, anlässlich der Ausgrabung. Ne? So war's da. So, dann geht es weiter. Der Absturz eines deutschen Flugzeuges während des Zweiten Weltkrieges in der Gemarkung Neue Wiese, Wasserlacher Hecke. So nennt sich diese Gemarkung hier.
Und ich habe Ihnen hier noch ein Bild mitgebracht von Google Earth, damit Sie auch sehen, wo sich diese Abstürzstelle befindet, in diesem Wiesengelände, das dort mitten im Wald sich befindet. Sehen Sie das? Geht, ne? Sie kennen die Stelle wahrscheinlich auch. Gut, sprechen wir nachher nochmal drüber. So, okay, das nächste Bild, was wir haben, die ersten Hinweise auf die Existenz des Gedenkkreuzes. Es war also vor einigen Jahren schon, wo wir also auch im Rahmen von einer Ausstellung einen Hinweis bekommen haben. Ich hatte damals, auch schon etwas länger her, dann auch so eine kleine Suchanzeige gehabt. Und, aber irgendwie ist es dann nicht so richtig weitergekommen, weil eben so konkrete Hinweise dann auch nicht da waren, weil der ein oder andere Hinweis war da. Und kamen dann neue Projekte und so ist das Ganze dann praktisch so in die zweite Reihe gerutscht, bis eben der Peter Bergl darauf aufmerksam wurde und dann ging es so richtig los. Ne? Ja. So, und zwar ging es los mit den beiden Zeitzeugen, dem Herrn Klaus Stahl, der vorne sitzt, und der Herr Albert Regenauer, der hinten. Die haben sich dann mit dem Peter in Verbindung gesetzt. Alles, was ich jetzt sage, und es stimmt nicht, hebst du die Hand und sagst. Also die beiden haben ihm dann erzählt, was sie alles wissen über den Absturz und der sich hier zugetragen hat. Und das Ganze durch dann später auch noch so ein bisschen hat das dokumentiert und wir sprechen nachher darüber dann auch. Zuallererst mal hat der Herr Stahl dann auch eine Mappe dabei gehabt, wo also auch jede Menge Bilder, Zeitungsartikel alle dabei waren. Die habe ich alle ihr Einverständnis voraussetzend in den, mit reingenommen. Unter anderem hier wahrscheinlich vorher noch nie gesehen von irgendjemand von Ihnen ein Foto der Absturzstelle in diesem Wiesengelände. Und Sie sehen also, nicht so wie es heute ist, kein Biotop da, die ersten Voraussetzungen geschaffen, das Loch ist da, wurde dann später vergrößert, keine Bäume oder Büsche oder sonst irgendwas, sondern es war damals ein freies Wiesengelände, wo die Maschine rein ist. Diese Erdaufschüttung, die Sie hier sehen, das dürfte gewesen sein, sag ich mal, ich bin mir nicht 100% sicher, ich möchte es auch nicht behaupten, aber es dürfte gewesen sein, die Grabungen von Schrotthändlern, die versucht haben, hier an Aluminium und so weiter ranzukommen und die dann praktisch dieses Loch so aufgeschüttet haben. Was sie letztendlich rausgeholt haben, wir wissen es nicht, es gibt nur Vermutungen darüber. Unter anderem hätten sie ein Bein gefunden, dieses Piloten. Das wurde dann, was damit passiert ist, kommen wir gleich dazu. Man hätte angeblich auch die Papiere des Piloten gefunden, aber aus irgendwelchen Gründen hat man sich nicht getraut. Es war ja eine illegale Grabung, was machen wir mit dem Papier? Wir vernichten sie mal, aber ein Namen war da. Und wo diese Papiere sind, wir wissen es heute auch noch nicht, aber auf jeden Fall sind sie weg. Das ist also die Tatsache, das ist der Fakt. Was da war, war diese Stelle gewesen und es wurde dann von einer Jugendgruppe, Herr Stahl, wenn ich was Verkehrtes sage, korrigieren Sie mich später, wurde von einer Jugendgruppe, St. Christophorus heißt die? Die St. Christophorus-Gruppe, die haben sich dann praktisch der Sache angenommen, die haben dann diese sterblichen Überreste des Beins des Piloten beerdigt an der Stelle und haben dort ein Gedenkkreuz errichtet, das Sie also hier im Hintergrund schon sehen. Und das nächste Bild ist schon etwas später aufgenommen. Das sind also die Mitglieder der Gruppe. Die haben dann auch ein schönes Birkenkreuz angelegt mit einer Tafel und haben das dann auch immer gepflegt, mit Blumen versehen und so weiter. Also wirklich ganz, ganz toll, was da gemacht wurde. Und diese Bilder, die Sie jetzt sehen, zeigt also dieses Kreuz, diese Gedenkstelle im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, wie sich das Ganze verändert hat bis zum heutigen Tag. Hier noch einmal allen unbekannt, außer Gott, hier ruht. Genau, gedenket dem hier abgestürzten Piloten. Genau, hier war noch eine Holztafel, mittlerweile hat sich das geändert, das sehen Sie also auch gleich. Und aus diesem Birkenkreuz wurde mittlerweile auch ein anderes Kreuz. Genau, hier ist noch auch eine Aufnahme, das ist durch, wahrscheinlich durch Feuchtigkeit und so weiter hat sich das Bild ein bisschen aufgelöst, aber auch ganz, ganz wichtig, man sieht, es wurde auch auf diesem ein deutscher Stahlhelm angebracht, der wahrscheinlich auch irgendwann mal nicht mehr da war, Beine gekriegt oder was, man weiß es nicht. Das nächste Bild zeigt dann auch wieder ein Holzkreuz. Mittlerweile ist es durch ein Kreuz aus Eisen
ausgetauscht worden. Die Stelle, die Platte unten ist noch dieselbe. Man sieht also diese Betonplatte und man sieht also auch sehr schön hier dieses kleine Bäumchen, das damals gepflanzt wurde und hier mittlerweile doch ein großer stattlicher Baum an dieser Stelle direkt dahinter. So, das nächste, die nächsten Bilder, die wir haben, das ist also auch nochmal, man sieht also immer wieder, wurden neue Tafeln angebracht, aber der Text ist dann immer wieder oder doch relativ immer wieder der gleiche. Ein nicht bekannter deutscher Jagdflieger, nächstes Bild, wurde auch in den Medien des Öfteren darüber berichtet, stilles Gedenken für Namenlosen. Und das zweite war Erinnerung an den Absturz eines Jagdfliegers wachhalten. Man sieht also hier doch, die Bevölkerung von Schieberstadt und Umgebung hat diesen deutschen Piloten nie vergessen. Aber man hat sich wahrscheinlich doch immer wieder Gedanken gemacht, wie heißt dieser junge Mann, wie hieß er, wo kam er her, kennen wir die Geschichte, können wir das jemals herausfinden. Und das war eigentlich auch dann für uns so ein bisschen diese Initialzündung. Wir wollten versuchen herauszufinden, wie dieser junge Mann hieß, ihm seinen Namen zurückgeben. Und wir sind hier, denke ich mal, auf einem guten Weg. Sie werden nachher sehen, auch warum. Der Peter Bergel hat dann zusammen mit noch zwei, drei anderen? Ja. Oder anderen? Andreas, ja. Andreas Eber. Ja, genau. Mit ihm dann noch zusammen und noch weiteren Personen haben sie dann die Absturzstelle auch mal untersucht und haben bei dieser Untersuchung der Absturzstelle dann auch schon die ersten Funde gemacht, die teilweise oberirdisch auch im Wald gelegen haben. Wie sich das Ganze darstellt, sehen wir jetzt auf den nächsten Bildern. Das ist also auch ein Foto von oben. Ich komme mal hier näher ran. Hier sehen wir das Biotop, so wie es heute ist. Hier sehen wir die Baumgruppe mit dem Denkmal. Und das war praktisch die Stelle, wo Peter davon ausgegangen ist. Und davon hat er dann im Umkreis praktisch angefangen zu suchen und hat an diesen Bäumen, an den Baumgruppen hier ringsherum immer wieder Aluminiumteile gefunden vom Flugzeug. Auch Eisenteile waren dabei gewesen, Blechteile und so weiter. Und was er festgestellt hat, war, als er hier in den Wald reinging, dass hier amerikanische Patronenhülsen lagen in einer sehr großen Anzahl, die dann auch teilweise ein bisschen verstreut waren. Und das hat für uns am Anfang zuerst mal die Vermutung wurde geäußert, dass dieses Flugzeug eventuell von einem amerikanischen Jagdflugzeug abgeschossen wurde, weil diese Munitionshülsen, die bewegen sich praktisch in dem Rahmen, wo das Flugzeug auch reinkam und ist dann hier abgestürzt. Das war also dann unsere Vermutung am Anfang gewesen. Hier oben sehen Sie nochmal das Gleiche, auch das Biotop. Und hier ein Bild, so ungefähr sieht es heute aus, das Bild, das stammt. Das ist schon ein paar Jahre alt, aber es hat sich nicht viel verändert, außer eben den Bewuchs. Frau Jörns, Sie können das, glaube ich, bestätigen auch. Ja. So, dann gehen wir mal schnell auf das nächste Bild. Beziehungsweise das sind jetzt Fundstücke, die der Peter im angrenzenden Wald gemacht hat. Und auch teilweise auf dem Wiesengelände. Sie sehen also hier, das sind Teile, ich weiß nicht, das ist Teil von Benzinuhr ist es. Von der Benzinuhr des Flugzeuges, teilweise dann auch mit noch sehr gut lesbaren Typenschildern, mit Gerätnummer, mit Werknummer und so weiter. Diese Teile hat er dann in mühevoller Arbeit auch sauber gemacht und hat sie heute Abend mitgebracht, dass Sie sich diese Teile später dort hinten auch mal anschauen können. Sie können sie auch mal gerne in die Hand nehmen und sich das mal näher betrachten. Er erklärt Ihnen das, er ist also der Technikfreak hier, er kennt sich hier gut aus. Also bei ihm sind Sie nachher in sehr guten Händen. So, dann, wie gesagt, kamen immer mehr Teile, die er gefunden hat. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, was könnte es für ein Flugzeug gewesen sein. Und kamen sehr, sehr markante Teile, unter anderem dieses Teil hier. Und auf diesem Teil sehen Sie die 601. Und diese 601 deutet darauf hin, dass es sich hier um einen Motor gehandelt hat von Mercedes-Benz, einen Daimler-Benz-Motor, 601. Und das war das Indiz dafür, dass es sich um ein deutsches Flugzeug des Typs Messerschmitt MBF 109 gehandelt hat, eine Jagdmaschine. Der Peter hat dann auch noch Blechteile gefunden,
mit einer gelben Farbe darauf. Und auch diese Farbgebung, die ist sehr markant. Ich habe ein Modell mitgebracht, wo Sie also diese gelbe Farbe an dem Flugzeug auch sehen können, wo die angebracht war. Und aufgrund dessen können wir also diese Teile exakt auch zuordnen, wo sie im Flugzeug hingehört haben, an welcher Stelle. So, das nächste, das waren auch wieder Teile, da war Farbe drauf gewesen. Und zwar dieses Grün, so grünliche Farbe. Und dann haben wir dann festgestellt, wir verfügen also auch über Bücher, Teile, Listen und so weiter, auch Farbgebungen, Farbschemen, haben wir festgestellt, dass diese Farbgebung eigentlich darauf schließen lässt, dass das Flugzeug mehr zur Anfang oder Mitte des Krieges geflogen wurde und nicht gegen Ende des Krieges, weil dann hat sich die Farbgebung der deutschen Flugzeuge doch etwas verändert. Es gab andere Farbmischungen, man hatte nicht mehr diese Farbzusätze, um praktisch die Farbtöne herzustellen. Man hat dann anders gemischt und so weiter. Und diese Farbe, die wir hier gefunden haben, deutete also darauf hin, dass es also praktisch in der ersten Kriegshälfte eine Maschine sein musste. Und auch hier auf einigen Aluminiumteilen, einige Nummern, die eingestanzt waren, das waren dann Fabrikationsnummern, teilweise Stempel von Herstellern, Prüfstempel und so weiter. Und dann ging es weiter. Das war jetzt festgestellt, eine Messerschmitt ME wie Messerschmitt BF wie Bayerische Flugzeugmotorenwerke 109, ein deutscher 71er Jagdflugzeug, von dem während des Krieges aber verschiedene Versionen gebaut wurden. Es ging los mit der E-Version, die F-Version und dann am Ende noch die G und das Ganze endete in der sogenannten K-Version. Das waren also verschiedene Baureihen, die hergestellt wurden. Und zwar einmal hat sich der Motor verändert, wurden immer stärkere Motoren eingebaut und es wurden auch immer mehr Bewaffnungen, immer schwerere Bewaffnungen, immer mehr Bewaffnungen eingebaut in die Flugzeuge. Und was diese Maschinen dann natürlich sehr schwerfällig auch machte und auch sehr, sehr anfällig gegen Angriffe. Hier, wie gesagt, konnten wir zuerst mal feststellen, was es war. Wir konnten aber noch nicht feststellen, welchen Flugzeugtyp, welche Version es war. Und dieses Rätsel haben dann später Teile gelöst, die wir dann im Laufe der Bergung gefunden haben. Jetzt gehen wir da noch einen Schritt weiter. Zur Bergung am noch eins zurück. So, 30. November 2013. In Schifferstadt und wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir können also hier als Arbeitsgruppe Vermisstenforschung nicht einfach sagen, hier im Wald oder auf der Wiese und so weiter, dort ist jetzt eine Absturzstelle eines Flugzeuges, sondern wir brauchen die entsprechenden Genehmigungen, die da sind, vom Grundstückseigentümer, vom Pächter, der muss mit einverstanden sein, dann vor allen Dingen die Naturschutzbehörde, wenn es sich eben um eine Stelle handelt, wo Naturschutz betroffen ist. Und so gibt es also sehr, sehr viele Behörden, die wir dann immer informieren müssen, Genehmigungen brauchen. Bei diesen Bergungen auch immer wieder dabei die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes, weil wir dort auch Munition finden. Wir finden Granaten, teilweise haben wir auch schon Bomben gefunden, 5 Zentner, 2,5 Zentner. Also es ist nicht ungefährlich, diese Arbeit, die wir machen. Und man muss aber auch bedenken, dass wir dafür sorgen, dass unsere Umwelt auch ein wenig mehr entlastet wird, weil es befinden sich ja diese Flugzeugtrümmer in der Erde, und das sind sogenannte Altlasten, die das Erdreich verseuchen. Diese Aluminiumteile eines Flugzeuges zum Beispiel, 70 Jahre in der Erde, wenn man die rausholt, mit Wasser, mit diesen ganzen Bestandteilen der Erde, Mineralien und so weiter vermischt, lösen sich wieder auf in ihre Bestandteile. Jetzt so ein weißes Pulver oder manchmal ist es so lila oder orange oder je nachdem, wie eben die Farblegierung ist. Und diese Teile, die sind also auch höchst krebserregend. Jetzt stellen Sie sich vor, in einem Acker werden Kartoffeln angepflanzt und schon 70 Jahre, die Kartoffeln, die holen sich dann alles Nährstoffe aus dem Boden raus. Man isst die zwar, man sagt vielleicht, sogar Bio, aber letztendlich eine Garantie kann einem niemand geben, dass irgendwann mal das Ganze dann halt umschlägt und der Krebs schlägt zu. Und von daher sind also solche Stellen für uns auch sehr, sehr wichtig, um noch einen Umweltschutz zu praktizieren, dass wir diese Teile dann eben auch entsorgen für die kommende Generation. So, ja, dann ging es los mit
Suchsonden sind wir also zuerst mal in der Nähe dieses Biotops in dem Schilf rumgekrabbelt und haben dann also auch festgestellt, hier und da, überall hat die Sonde angeschlagen hier und müssen also dann Teile, Eisenteile in der Erde drin liegen, Aluminiumteile. Und so haben wir uns dann eben entschlossen, die Bergung durchzuführen, weil ja eben sehr viele große Ausschläge auch da waren. Und da kam dann auch der Herr Haug ins Spiel mit seinem Bagger aus Schieberstadt, bin ich? Aus Schieberstadt. Schieberstadt, ne? Genau. Und den Bagger sehen Sie also da hinten an der Ecke. Das Fernsehteam vom SWR war auch da, die haben dann gefilmt. Wir haben das Ganze dann besprochen mit den Anwesenden, haben ihnen erklärt, was wir alles vorhaben, warum wir hier sind, was unser Ziel ist. Und das geht dann weiter. Das sehen wir auch gleich. Genau, erstmal das Absuchen des Geländes rund um das Biotop mit der Sonde, um festzustellen, wo liegt noch irgendwie. Ja. Ich habe eine Frage, wie tief reichen diese Sonden? Diese Sonde, die geht bis zu 6 Meter tief. Okay, ist aber abhängig von der Größe des Objektes, also ein Flugzeugmotor mit seinen 50 Zentner, den kriegen Sie noch in 6 Meter Tiefe. Und eine Fliegerbombe kriegen Sie noch so in 3 bis 4 Meter Tiefe, kriegen Sie die, so 5 Zentner. Die spricht aber nur auf Eisen und Stahl an, also nicht auf Aluminium. Ne? Die arbeitet praktisch so auf Magnetwellenbasis. So, jetzt weiß ich nicht. Ja, das ist dann der Beginn der Grabung, rechts unten. Es wurde also zuerst mal um dieses Biotop, die ursprüngliche Einschlagstelle, die wir vorhin ja gesehen haben, die war ja immer noch da. Und darum, um diese Stelle wurde praktisch das Biotop angelegt. Man hat das weiter ausgebaggert und vergrößert. Und diese Stelle von damals, dieser Erdwall, den wir gesehen haben, den haben wir da mal zuerst weggeschoben, weil dort eben auch ein ziemlich großer Ausschlag war. Und wie es dann weitergeht, sehen wir jetzt gleich auf den nächsten Fotos. Zuerst mal das Gespräch mit Frau Jörns, wo wir also dann besprechen, wie es weitergeht. Sie hat uns noch ein paar Tipps gegeben. Das dürft ihr nicht. Und, aber es war sehr, sehr angenehm. Also von daher, Frau Jörns, war ganz toll von unserer Seite aus mal. So. Und nachdem sie das Ganze eben dann ja, mit strengen Augen begutachtet hatte, hat sie dann auch das Okay gegeben. Sie war dann auch mit der Qualität der Bergung dann auch zufrieden. Wir haben also nicht so viel kaputt gemacht und hinterher auch wieder alles so hergerichtet. Es sieht zwar immer schlimm aus, weil es hatte vorher geregnet gehabt, der Boden war aufgeweicht. Sie sehen also hier auch dieser weiche Sandboden, der dann kam. Der Bagger hat also zuerst mal die oberste Deckschicht weggenommen, die wurde auf die Seite gelegt. Das ist das Prinzip, nach dem wir arbeiten, von oben nach unten und in der gleichen Reihenfolge dann auch wieder zurück, dass es eben hier so wenig wie möglich Flurschaden dann auch gibt. Und hier hat sich dann diese helle, das ist dieser so Sandboden, da ging es also ziemlich tief runter und es wurde auch sehr, sehr schnell, sehr feucht, sehr nass. Das Wasser vom Biotop ist dann eingebrochen und dann mussten wir so einen kleinen Damm bauen, dass wir das Wasser dann ein bisschen abgeschottet haben. Und die nächsten Fotos, man sieht also hier der Bagger, wie er sich so ins Erdreich reingewühlt hat. Hier, die Frau Jörns guckt schon, ist also das schon das Wasser, das war kein Grundwasser in dieser Tiefe, sondern es war das Wasser aus dem Biotop, das praktisch reingelaufen ist. Und dann haben wir dann hinterher zugemacht und dann ging es eigentlich, dann konnten wir tiefer graben, bis zu 4 Meter waren wir, glaube ich, drinnen. 4, 5 Meter waren wir unten gewesen, sehen wir dann gleich nochmal. Hier wird dann begutachtet, geht die Bergung weiter und Sie sehen also hier das Loch, das Bergungsloch füllt sich und je mehr sich das Loch mit Wasser gefüllt hat und je mehr Erde rauskam, umso mehr Flugzeugteile kamen natürlich auch zum Vorschein. Hier ein Teil vom Motorblock, auch ein sehr wichtiger Hinweis, das ist also ein Hersteller eines, der Motorblocks hergestellt hat während des Krieges. Hier noch, Sie sehen, teilweise mit Sand, das ist ein Teil von der Kurbelwelle und der Nockenwelle. Und als die dann sauber gemacht wurde, die war also in einem Top-Zustand. Und wir haben also hier auch einen Experten dabei, das ist Leo Schmidt, auch einen Reservisten, der früher mit Mercedes-Benz und so weiter zu tun gehabt hat. Und er hat sich diese Nockenwelle angeschaut und er sagte, die ist also nagelneu, die ist also gar nicht lange in Gebrauch gewesen. Also hat sich bei dieser Maschine wahrscheinlich irgendwie auch ein Motorwechsel stattgefunden, dass da kurz vorher vielleicht ein Motor ausgetauscht wurde. Da geht es
Da sehen Sie also, das Wasser wurde dann abgegraben und dann konnten wir praktisch ins Erdreich reingehen, immer wieder die Sonde in den Wänden nachgeschaut, wo liegen noch Flugzeugteile. Und in diesem Erdwall, der dort aufgeworfen wurde, haben dann die Reservisten haben gestanden, unsere Jungs haben dort gestanden, teilweise auch Jugendliche mit dabei, bis zu den Knien im Dreck, im Batsch gestanden. Und da ist dann die Brühe in die Stiefel reingelaufen und so weiter. Also es war wirklich schon keine schöne Arbeit. Und dann bei dem Wetter, wie gesagt, es war... Aber Sie sehen, mit welcher Begeisterung man hier mit dabei ist, weil man eben versuchen will, das Schicksal aufzuklären. Die nächsten Bilder, die wir jetzt sehen, hier ein Teil wird aus dem Loch rausgereicht. Hier kommen immer mehr Teile, kistenweise Teile, die Sie dort hinten also auch sehen. Hier ein Indiz, ein Teil vom Motorträger, dieses Teil ist auch mit dabei. Und hier sehen Sie auch zum ersten Mal die 1, 0 und die 9. Das ist ein Hinweis auf die Me-109 wieder, was wir vorhin gesehen haben. Und diese Nockenwelle, die ich vorhin angesprochen habe, liegt also alles da hinten auf dem Tisch, können Sie sich nachher anschauen. Ventilstößel kamen dann zum Tag. Ans Tag. Hier hat man versucht, diese Nockenwelle zwei Teile zusammenzusetzen, dass es wieder eine ganze gibt, aber Sie sehen, so ganz gerade haben wir es nicht mehr hingekriegt. Das nächste Bild, hier wird nach Kleinteilen gesucht, nach Typenschildern, wo wir also praktisch den Flugzeugtyp näher einordnen können. Und ganz, ganz wichtig war natürlich, wir hatten uns eigentlich erhofft, dass wir auf sterbliche Überreste des Flugzeugführers stoßen. Das hat uns etwas gewundert, weil es nicht so ganz konform ging mit den damaligen Zeitzeugenberichten. Jetzt kamen natürlich wieder die Schrotthändler ins Spiel. Was haben die damals gefunden? Haben die vielleicht den Toten rausgeholt? Haben die den vielleicht irgendwo anders beerdigt? Oder? Das ist also so eine Sache, das können wir nicht beeinflussen. Wir können eigentlich nur das rausholen, was noch da ist und können praktisch aufgrund dieser Teile versuchen, das Ganze zu rekonstruieren. Wir waren dann praktisch ziemlich tief angekommen und ich bin dann praktisch runter ins Erdreich rein, war, wenn Sie den Film gesehen haben, auch nicht ganz ungefährlich, weil die Wassermassen, die sind teilweise aus den Wänden rausgeschossen und ich musste da springen wie so ein Känguru immer von rechts nach links, um auch nachbrechendes Erdreich, dass ich nicht irgendwie da mal unter der Erde darunter liege und habe dann praktisch auch die Seitenwände noch abgesucht, nach eventuellen Flugzeugtrümmern. Und irgendwann mal waren wir also dann praktisch an der Sohle angelangt. Es sind keine Teile mehr gekommen. Und dann haben wir uns praktisch dazu entschlossen, die Bergung abzubrechen. Wir hatten jede Menge Teile gefunden. Wir hatten aber keine sterblichen Überreste gefunden. Da kam die Überraschung eigentlich erst im Nachhinein. Machen wir jetzt mal weiter. Das sind noch ein paar Bilder von diesen dreckigen Teilen, die wir gefunden haben. Dann haben wir die alle gesäubert und haben dann einige sehr, sehr markante Flugzeugteile gefunden. Unter anderem hier ein Typenschild, wo auch wieder die 109 darauf steht. Und hier dieses Schild war für uns sehr, sehr interessant, weil diese Nummer, die hier hinten dran steht, hat uns dann den Hinweis gegeben, es handelt sich um eine F-Version der W109. Und jetzt hatten wir praktisch schon den Untertyp dieser ME-109 und konnten da schon wieder ein bisschen mehr mit anfangen, also richtige Detektivarbeit. Es kamen dann auch immer wieder Typenschilder zutage mit eingeschlagenen Nummern. Hier konnten wir also feststellen, es war ein Teil von der Bremsanlage, die Bremsen AG in München. Also konnten wir feststellen, da und da gehörte das Typenschild hin, da und da gehörte das Teil des Flugzeugs hin, was wir gefunden haben. Was uns eigentlich auch gewundert hat, wir hatten dann einige Munitionshülsen gefunden, was auch sehr, sehr ungewöhnlich war, weil uns Zeitzeugen berichtet hatten, dass das Flugzeug im Jahr 1944 abgestürzt sei. Wir haben aber Munitionshülsen aus dem Jahr 1941 gefunden.
und teilweise sogar aus den 30er Jahren, das heißt also 36 bis 41. Bis 41 war also alles dabei gewesen. Und das hat uns natürlich etwas gewundert, dass ein Flugzeug, das 44 abgeschossen wird, das ist noch Munition aus den Jahren 36 bis 41 bei sich hatte. Sehr, sehr ungewöhnlich. Und ja, da haben wir nachher auch einen Erklärungsversuch. Man sieht hier, diese Munition wurde abgeschossen, in der Mitte dieses Loch. Und es lagen also noch einige von diesen Hülsen dann auch an der Absturzstelle. Peter hat dann später auch noch einige mehr gefunden. Und Sie sehen, das sind diese Messinghülsen, das ist also noch super top Material, nur verbogen, sonst nicht irgendwie kaputt oder so.